Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder hier dabei seid. Heute geht es weiter mit meinem Thema M83, M84 Decoder. Ich hatte ja in meinem vorletzten Film über ein bisschen Frust berichtet. Ich blende euch mal den Film hier nochmal ein. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, könnt ihr mal schauen, was so die Ausgangslage war. Und ich habe jetzt zwischenzeitlich mich mit dem ganzen Thema nochmal auseinandergesetzt und kann jetzt an der Stelle berichten, zum einen mal, alle Geräte haben so funktioniert, wie sie funktionieren sollen. Das Problem kam eher jetzt deshalb zustande, weil ich bei einer Adresseingabe versehentlich eine zu hohe Adresse eingegeben hatte und eben die Bedienungsanleitung und auch die Option, die die CS3 anzeigt, nicht ganz eindeutig sind, beziehungsweise ich sage sogar schon mal, den Nutzer in die Irre führen. Soweit jetzt mal vorneweg. Und ich habe jetzt, weil ich auch sehr viele Kommentare bekommen habe zu dem Thema Bedienungsanleitung und unklar und der eine oder andere hatte auch Probleme, habe ich mir jetzt gedacht, ich mache jetzt nochmal heute ein Video zu dem Thema Decoder M83, M84, habe mal einen Versuchsaufbau geplant, wo wir mal einfach verschiedene Konstellationen durchspielen. Wie ist es mit der Anmeldung, was ist MM, was ist DCC und wie hängt das auch alles zusammen und worauf soll man achten? Dazu habe ich jetzt für euch und für den Kanal meine CS3 mal aus dem Keller geholt, also die Anlage quasi verlassen, weil ich einfach denke, ich kann das hier oben besser nachstellen. Insbesondere auch deshalb, weil ich dann immer parallel auch den Bildschirm für euch aufnehmen möchte und es geht einfach hier ein Stück weit besser. Ja, was habe ich für den Versuchsaufbau alles vorbereitet? Schauen wir es mal an. Natürlich, klar, erstmal hier einen Kaffee, das ist ja logisch. Dann habe ich hier meine CS3, die ich auch in dem Zusammenhang gleich mal wieder ein bisschen putzen konnte. Hier mit dem ganz normalen Anschlusskabel. Dann habe ich hier ein LAN-Kabel, mit dem verbinden wir die CS3 nachher mit dem Internet. Ich habe hier einen fabrikneuen Decoder M84. Hopsa. Dann habe ich hier nochmal einen Decoder M84 und dann habe ich hier einen Decoder M83. Und ihr seht, der hat schon so einen kleinen Aufkleber drauf. Der war bei mir gerade in der Anlage noch verbaut. Den habe ich extra jetzt für dieses Video ausgebaut. Und das seht ihr schon, ich habe meinen Decodern immer so eine Bezeichnung gegeben. Also das ist der Buchstabe, den die CS3 anlegt, fängt ja bei A an, A, B, C, D, E, F, G und das ist jetzt der Decoder N. Und da schreibe ich mir dann immer in meine, ich sage jetzt mal, Liste rein, der Decoder N hat jetzt die Weiche, was weiß ich, Schattenbahnhof 1, 2, 3 und 4. Und das war immer so meine, Dokumentation, wenn man dann später mal irgendwo was sucht. Was das mit diesen Buchstaben auf sich hat und was da das Problem für mich war, da kommen wir nachher nochmal dazu. Also drei Decoder sollen hier mal ausreichen. Achso, ja, vielleicht nochmal ganz kurz der Unterschied, was ist ein M83, was ist ein M84. Beim M83 kann ich eben hier einen kurzen Impuls geben, das nehme ich zum Weichen umschalten oder auch so ein Entkupplungsgleis kann man hier betreiben, wo einfach ein kurzer Impuls gesendet wird und dann schaltet es um. Und hier mit dem M84 kann ich eben ein- und ausschalten, also ein Licht oder ein Strom auf dem Gleis beispielsweise. Das ist hier dieser Unterschied. Da will ich jetzt aber auch gar nicht weiter detailliert drauf eingehen. Da gibt es auch ganz viele Videos dazu. Dann habe ich hier noch eine Weiche. Die hat auch schon hier den weichen Antrieb bekommen. Was hier noch fehlt, ist die Beleuchtung, aber die spielt ja jetzt bei meinem Test auch keine Rolle. So, und dann haben wir noch als letztes das Netzteil hier von der CS3 und das werde ich jetzt alles erstmal anschließen. Ach so, eins noch, hier hinten habe ich schon reingesteckt, einen USB-Stick, weil wenn man mit der CS3 hier irgendwelche Dinge macht, Dinge probiert, ist es einfach immer sinnvoll, sich vorher von seinem Bestand oder von dem, was man drauf hat, eine Datensicherung zu machen. Das finde ich elementar wichtig. Wird, denke ich, auch immer wieder mal nicht gemacht und vergessen. Das ist ja wie bei den Fotos auf dem PC oder auf dem Handy auch. Und wenn dann halt mal irgendwas reißt oder irgendwie was nicht mehr funktioniert, dann ist es halt ärgerlich, weil dann ist die ganze Mühe, die man sich gemacht hat mit der Programmierung, ist halt unwiderruflich weg. Von daher sage ich,
sichern, sichern, sichern. Ich gehe sogar nochmal einen Schritt weiter. Wenn ich jetzt die Daten auf dem Stick habe, übertrage ich die dann nochmal auf den PC. Das heißt, dann habe ich sie hier drauf und mein PC macht ja nochmal eine Sicherung auf eine externe Festplatte. Also gut, das ist jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen überzogen. Also wichtig wäre auf jeden Fall, bevor an der CS3 irgendwas macht und verstellt oder so, zieht euch mit dem USB-Stick eine Sicherung. Wie man das macht, dazu gibt es glaube ich auch in YouTube genügend Videos. Das werde ich jetzt heute nicht zeigen. Falls es jemand nicht findet oder falls es doch keine Videos gibt, aber ich denke, die gibt's, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Da kann ich da auch mal ein kurzes Video dazu machen. Das ist also, wie gesagt, kein Hexenwerk. Ja, dann werde ich jetzt das ganze Zeug verkabeln und dann geht's los. Bevor wir jetzt loslegen, noch zwei Hinweise in eigener Sache. Erster Hinweis. Das, was ich euch hier zeige, sind meine Erfahrungen, sind meine Ableitungen, sind meine Vorgehensweisen. Das heißt aber nicht, dass das immer der richtige Weg ist. Es gibt sicherlich andere Wege, es gibt vielleicht auch Leute, die das besser wissen, wie auch immer. Also von daher, das, was ich euch zeige, ist meine Vorgehensweise. Intention von dem Video ist einfach, ich habe an manchen Punkten Verständnisprobleme mit dem Ganzen gehabt und ich habe jetzt versucht, das für mich herzuleiten und die Zielgruppe für dieses Video sind eigentlich die Menschen, die dann sagen, ich habe ein gleiches, ähnliches Problem und mir hilft jetzt das, was ich hier in diesem Video sehe. Zweiter Hinweis, ich weiß, es gibt auf dieser Welt nicht nur Märklin, es gibt ganz viele Anbieter, ganz viele andere Anbieter. Und es gibt auch ganz viele Menschen, die sagen, XY ist besser und lass doch das Märklin-Zeug weg und bla 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 bla. In meinem Video geht es aber darum, dass ich M83 und M84 im Zusammenspiel mit der CS3 hier betreibe. Diese Geräte sind bei mir im Einsatz. Die bleiben auch aktuell hier bei mir im Einsatz. Das heißt, es geht jetzt in dem Video nicht um Alternativen. Auch nicht, wenn die jetzt besser wären. Ich weiß es nicht. Es gibt wahrscheinlich für jeden Hersteller Vor- und Nachteile. Ich erlebe eben nur immer wieder, auch in Foren, wenn man eine konkrete Fragestellung stellt, bricht manchmal so ein Shitstorm aus über irgendwelche Philosophien und andere Hersteller. Ihr könnt alles in die Kommentare reinschreiben. Ich lösche die auch in der Regel nicht. Ich lösche nur die Kommentare, die, ich sage jetzt mal, unter der Gürtellinie sind und die völlig gaga sind. Also es gibt einen Kommentator, der schreibt da bei jedem YouTube-Kanal immer seinen gleichen Satz rein, der auch gar keinen Bezug hat zum Video. Also solche Dinge lösche ich dann einfach. Ich glaube, habe jetzt aber erst zweimal einen Kommentar löschen müssen. Also von daher ist auf meinem Kanal hier alles gut. Vielen Dank auch an der Stelle. Aber ich würde euch einfach bitten, jetzt nicht dieses Thema aufzumachen. Es gibt ja noch 3 Millionen andere Anbieter und bla bla bla. Jo, dann noch einen Schluck Kaffee und dann geht's los. Ja, ich habe jetzt das Stromnetzkabel hier angeschlossen und auch das LAN-Kabel in die CS3. Die bootet jetzt, ihr seht schon, die fährt hoch. Und ich war ja vorgestern bei der Firma Märklin und habe da ja auch noch ein paar Informationen mir holen können zu meinem Thema. Und da wurde mir dann auch unter anderem mitgeteilt, dass es eine neue Firmware-Update gibt. Ich hatte ja einen Abonnenten, der mir dann noch eine E-Mail geschrieben hat, dass er mit dem letzten Firmware-Update, ich glaube, das war im Dezember 23, bin mir aber nicht ganz sicher, Dezember oder Januar, irgendwie so in dem Dreh rum muss es gewesen sein, dann Probleme hatte in Verbindung mit einer PC-Steuerung, dass da irgendwelche Decoder nicht erkannt werden oder ich glaube S88 war es. Ich habe dieses Firmware-Update erst jetzt im Februar draufgespielt und deshalb, ich habe jetzt
da nichts beobachten können, aber ich habe das jetzt einfach mal hinterfragt und man hat mir bei Märklin berichtet, ja, das sei bekannt und das ist jetzt auch bereinigt worden und deshalb gibt es jetzt ein aktuelles Firmware-Update und jetzt müsste ich mal schauen, ob das drauf ist. Und ja, ich sehe schon hier, der rote Punkt ist dran, also wenn die CS30 hier verbindet mit dem Internet und ich habe es ja hier verbunden mit dem Internetkabel, dann findet ein Abgleich statt und es wurde jetzt also hier erkannt, dass es ein Update gibt. Das werde ich jetzt auch mal hier gleich als allererstes drauf spielen. Wie gesagt, vorher eine Datensicherung machen, kann ich mir jetzt sparen, weil ich habe die schon gemacht. Aber das würde ich auch immer bei jedem Firmware-Update dringend empfehlen, vorher eine Datensicherung zu ziehen. Gut, dann machen wir jetzt erstmal als allererstes das Firmware-Update. Ja, das Update ist jetzt aufgespielt, das hat soweit funktioniert. Der rote Punkt ist jetzt auch weg. Also jetzt haben wir hier die aktuelle Version. Und jetzt machen wir hier einfach mal weiter. Machen wir die Stopptaste rein. Und werde jetzt hier das Kabel anschließen, damit wir da keinen Kurzschluss irgendwie produzieren, wenn die Kabel zueinander kommen. Mache ich hier noch so eine kleine Vago-Klemme ran, weil dieses dicke Kabel, was hier rauskommt, kann ich nachher schlecht an diese Decoder anschließen. Dann nehme ich ein bisschen dünnere Kabel. Ich schließe es jetzt hinten an, nicht ans Programmiergleis, sondern ganz normal an den Bahnstrom. So. Und als nächstes hole ich mir jetzt mal den fabrikneu verpackten M84 hier raus und dann schauen wir uns den mal als allererstes ein bisschen näher an. Ich packe den mal hier aus. So. So sieht das ganze Teil aus. Also ich habe hier die Stromversorgung und dann habe ich hier vier Anschlüsse, wo ich also in dem Fall vier Lichter oder vier Stromversorgungen im Gleis oder bei dem M83er wären es jetzt vier Weichen oder so anschließen kann. Dann haben wir hier hinten noch das sogenannte Mäuseklavier, da kommen wir nachher nochmal drauf. Da können eben auch solche Adressen mit hinterlegt werden. Ja, jetzt sind wir schon beim Thema Adressen, weil wenn ich jetzt die Bedienungsanleitung mir hole von so einem Decoder M84, dann steht da Folgendes. Schauen wir uns das mal im Detail an. Jetzt sind wir hier in der Bedienungsanleitung auf der Seite 8, genau. Und da sind die erste Betriebsart dargestellt. Und zwar steht hier Betrieb unter MM Motorola. Das gucken wir jetzt eigentlich gar nicht beides an, sondern scrollen einfach mal weiter auf die zweite Betriebsart. Hier Betrieb unter DCC. Und jetzt blättern wir weiter. Jetzt kommt die dritte Betriebsart. Ja, Moment, jetzt bin ich etwas überrascht. Jetzt bin ich hier völlig überrascht. Also ich habe ja hier jetzt die aktuelle Bedienungsanleitung aufgerufen, die bei Märklin hinterlegt ist, also im Download, weil in meiner Bedienungsanleitung, in meiner alten, die ich jetzt auch vor 3 Tagen hier gelesen habe, die bei dem damalig gekauften Decoder dabei war, da war das nämlich noch anders aufgebaut, weil da stand nämlich noch drin, Betrieb unter MFX. Und das war ja mein Kritikpunkt. Ich hätte ja gesagt, es gibt keinen Betrieb unter MFX. Und ich hatte am letzten Video sogar noch angedeutet, ich würde das anders beschreiben, ich würde das als Anmeldeprozess mit MFX beschreiben. Und jetzt sehe ich gerade, also jetzt wirklich gerade live, als ich dieses Video produziere, dass die aktuelle Bedienungsanleitung tatsächlich schon modifiziert ist. Und zwar so, wie ich mir das auch im letzten Video eigentlich gewünscht hatte. Also jetzt bin ich echt völlig platt. Also jetzt zeige ich euch extra nochmal die alte Bedienungseinleitung, die ich vor 3 Tagen hier, oder ich weiß nicht, wann es war, vor 4 Tagen, mir reingezogen habe, als ich die Probleme hatte. Jetzt mache ich nochmal kurz einen Switch auf die Kamera. Jetzt bin ich echt etwas perplex. So, jetzt sind wir wieder auf der Kamera und ihr seht hier hinten noch das Bild von gerade. Und jetzt habe ich meine alte Bedienungsanleitung hochgeholt. Ich blende jetzt mal hier so ein. Das ist also hier die Papierbedienungsanleitung. Betrieb unter MM Motorola. Das haben wir ja gerade auch so gesehen. Okay, dann blättern wir um.
Dann Betrieb unter DCC, genau, das hat auch gepasst. Und jetzt blättern wir um und das war ja mein Kritikpunkt. In meiner alten Anleitung stand hier noch Betrieb unter MFX. Also muss ich jetzt sagen, Märklin, ihr habt die Bedienungsanleitung angepasst und jetzt ist es wirklich so, wie man es auch verstehen müsste. Das heißt, mein Tipp an der Stelle, wenn ihr mal mit Bedienungsanleitungen irgendwie was macht, sucht euch immer die aktuellste Bedienungsanleitung auf der Homepage raus. Ich hatte jetzt halt, wie gesagt, das, weil die damals dabei war, genommen und ich weiß jetzt nicht, wie alt die ist, ist da ein Datum drauf, keine Ahnung. Von daher, ist kein Datum drin, oder ich finde es zumindest nicht. Also Tipp für mich, Lernkurve für mich, immer die aktuellste Bedienungsanleitung rausziehen. Weil so wie es jetzt hier drin steht, ist natürlich völlig richtig und korrekt. Und das ist auch das, was mir der freundliche Mitarbeiter bei Märklin bestätigt hat, dass nämlich bei diesen Decodern M83, M84, MFX quasi nur für den reinen Anmeldeprozess verwendet wird. Gut, also prima. Freue ich mich, dass das zumindest hier schon mal Berücksichtigung fand. Und nachdem das ja mit der Bedienungsanleitung jetzt zunächst mal geklärt ist, also zumindest diese Passage, schauen wir uns mal an, was die Unterschiede zwischen MFX, MM und DCC sind. Und ich mache jetzt einfach mal hier die künstliche Intelligenz auf, ChatGPT oder ChatGPT. Der eine oder andere kennt es sicherlich auch, kann man kostenlos nutzen, zumindest die etwas ältere Version, die jetzt nicht die aktuellsten Internetdaten abgreift. Und ich kann hier unten in diesem Feld einfach meine Frage einstellen und ich frage jetzt einfach mal, worin unterscheiden sich MM, DCC und MFX? Und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, es geht relativ schnell, ihr seht das. Und er durchforscht jetzt das Internet, stellt die Informationen zusammen und formuliert es dann auch noch schön. Und jetzt können wir nach oben scrollen. Also jetzt haben wir hier MM, DCC und MFX sind verschiedene Protokolle, oder ich sage es mal in meiner Sprache, es sind verschiedene Sprachen, die in der Modelleisenbahnwelt verwendet werden, um die Kommunikation zwischen der Zentraleinheit, also unserer CS3, und den Lokomotiven zu ermöglichen. Aber nicht nur Lokomotiven, sondern eben auch jetzt beispielsweise so ein Weichendecoder. Hier sind die Unterschiede zwischen ihnen. MM ist ein älteres Protokoll, das von Märklin entwickelt wurde. Es ermöglicht grundlegende Funktionen wie die Steuerung der Geschwindigkeit und die Richtung der Lokomotive. Ich gehe nochmal weiter. DCC ist ein offenes Protokoll, das von verschiedenen Herstellern verwendet wird. Man hat eine breitere Palette von Funktionen im Vergleich zu MM. Ja, und MFX ist ein System von Märklin. Es wurde entwickelt, um einige der Einschränkungen von MM zu überwinden. Also MM war das obere, das alte Protokoll. Das hat man einfach, ich sage jetzt mal in meinen Worten, weiterentwickelt, um es eben so ähnlich wie das DCC hinzubekommen. So. Jetzt muss ich mich ja bei meinem Decoder entscheiden, will ich MM oder will ich DCC? Das ist eigentlich jetzt eine Geschmacksfrage. Der Hauptunterschied für mich gefühlt ist die Anzahl der Adressen. Bei MM kann ich glaube 80 Adressen eingeben. Ich kann auch mal fragen, wie viele Adressen gibt es bei MM? Ich schreibe ein Modellbahn als Stichwort dazu. Also muss ich vertippen. So. Ja, hier normalerweise bis zu 80 Adressen, da haben wir das. Also das reicht, außer man hat jetzt viel mehr Weichen und Signale, aber mit 80 kommt man eigentlich hin. Jetzt können wir die gleiche Frage nochmal stellen bei DCC. So, mache ich hier nur DCC draus. Und die schreiben jetzt hier theoretisch bis zu 9999 Adressen für Lokomotiven und so weiter. Also von daher, der Unterschied liegt jetzt für mich darin, ich gehe nochmal in die Bedienungsanleitung, wenn ich MM mache, habe ich eben weniger Adressen, die mir zur Verfügung stehen, reicht aber für den normalen Modellbahner aus und DCC habe ich mehr Adressen. Also ist jetzt eine Bauchentscheidung, ich würde jetzt für mich die DCC-Version auswählen, das habe ich auch gemacht. Also, so wie es jetzt in der aktuellen Betriebsanleitung steht,
haben wir jetzt die Möglichkeit oder habt ihr jetzt die Möglichkeit, den Betrieb unter MM Motorola zu wählen. Dann muss der DIP-Schalter, den schauen wir uns gleich an hier, auf Off stehen. Das ist auch die Grundeinstellung. Also wenn ihr so einen Decoder kauft, ist das auch logisch, weil MM ist ja das Märklin-eigene Protokoll und dass natürlich die Firma Märklin ihre eigenen Protokolle hier Priorität einräumt, das ist ja nachvollziehbar. Macht wahrscheinlich jeder Hersteller. Und wenn ihr eben mit DCC arbeiten wollt, dann setzt ihr eben diesen DIP-Schalter oder diesen Wahlschalter eben auf On und dann wird das Ganze unter DCC betrieben. Also haben wir die Frage schon mal geklärt. Es gibt zwei Betriebsarten, DCC und MM Motorola. Dann schauen wir uns mal den Decoder ein bisschen näher an. Ich zoome es mal her. So, und hier finden wir jetzt also das Mäuseklavier. Das sind die DIP-Schalter. Und die Nummer 10 hier hinten, die machen wir jetzt auf On. Das heißt, jetzt haben wir das DCC-Format ausgewählt. Also von daher, erste Entscheidung, will ich MM oder will ich DCC? Treffe ich eben, indem ich diesen DIP-Schalter hier, jetzt finde ich ihn immer da mit dem Schraubenzieher, entweder auf On oder auf Off lasse. Also wenn er bekommt, den Decoder, ist er auf Off. Das heißt, es ist auf MM eingestellt und wenn ihr DCC haben wollt, müsst ihr das eben so auf On stellen. Das habe ich jetzt gemacht und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Und nachdem ja der zweite Decoder von mir schon mal in Betrieb war und ich aber für euch jetzt den Test, ich sage jetzt mal mit Werkseinstellungen durchführen möchte, und zwar einmal bekommt der Decoder 1 die MM-Adresse und der andere die DCC-Adresse, werde ich jetzt den bereits im Einsatz befindlichen oder der im Einsatz war, Decoder, nee, jetzt habe ich grammatikalischen Müll geredet, also der Decoder, der schon mal angeschlossen war, den werde ich jetzt erstmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn ich es richtig weiß, erfolgt das über das Programmiergleis, das heißt, ich werde jetzt hier meine Stromversorgung erstmal ins Programmiergleis andocken und alle DIP-Schalter auf Off schalten und jetzt schließe ich den Decoder hier an die Stromversorgung an und dann geben wir dem an der Adresse 8 die Ziffer 8 und dann setzt sich der Decoder auf die Werkseinstellungen zurück. So, schalten wir ein. Er blinkt. Das heißt, ich gehe jetzt hier in der CS3 in die Log-Einstellungen. Das klingt jetzt zwar ein bisschen doof, weil ich habe ja jetzt keine Log, aber das macht nichts. Warte mal, ich nehme euch da mal schnell mit auf die CS3. Machen wir das so, das geht jetzt einfacher, wie wenn ich jetzt den PC hier euch einblende und sage hier hinzufügen und sage hier MM, sage OK. So, und jetzt sage ich bearbeiten, Log bearbeiten, das MM. Und sage konfigurieren und suche mir die Adresse 8 raus, hier haben wir sie, und gebe hier die Ziffer 8 ein. Ich habe jetzt noch nicht Enter gedrückt, weil wenn ich das Enter drücke, dann müsste eigentlich der Decoder so anfangen zu arbeiten. Ich schwenke jetzt mal rüber, dass ihr das seht. Ich kippe den mal noch ein bisschen. Ich lege da mal mein Handy drunter, genau, dann sieht man die Lichter ein bisschen besser. So, und ich drücke jetzt mal hier OK. Und ihr seht, es hat geklackert, oder ihr habt es vielleicht gehört. Und der Decoder setzt sich jetzt auf Werkseinstellungen zurück. So, Schritt erledigt. Und jetzt machen wir weiter. Jetzt kriegt der eine Decoder die Sprache MM und der andere Decoder kriegt die Sprache DCC. Und dann machen wir in unserem Test lustig weiter. Jetzt haben wir hier unsere zwei Decoder liegen und ich nehme jetzt mal den ersten und gebe dem über diese DIP-Schalter die Information, dass er die Sprache MM sprechen soll. Das heißt, der Schalter 10, also der letzte hier rechts, ist auf Off, also nach unten, das ist schon so eingestellt. Der Decoder ist auch stromlos, von daher ist es gut. Das heißt, ich mache jetzt hier einen Bepper drauf, für die Nichtschwaben einen Aufkleber.
dass wir das nachher auch immer schön sehen. Und der Decoder hat jetzt also hier die Sprache MM. Und der zweite Decoder, hoppsa, da machen wir jetzt den Dipschalter 10 hier auf On. Dann können wir nachher einfach die Unterschiede auch ein bisschen besser testen. Wahrscheinlich ist es auch besser, hier einen Zahnstocher zu nehmen, weil die macht da laufend Kratzer rein. Aber gut, das ist ein Decoder, da ist es ja egal. So, der ist jetzt im Dipschalter 10 auf On. Das heißt übersetzt, dieser Decoder spricht DCC. So, was im Internet auch immer wieder mal in Foren diskutiert wurde, weil ich habe jetzt einfach mal geschaut, was sind immer so die Fragestellungen. Das war die Frage, wenn jetzt so ein Decoder MM beispielsweise die Adresse 1 bekommt, kann ich dann einer Lok auch die Adresse 1 geben? Das gleiche hier, DCC. Und da muss man einfach wissen, diese Adressen sind für Lokomotiven unterschiedlich im Vergleich zu Magnetartikel. Also andersrum formuliert, es kann da eigentlich kein Adressenkonflikt entstehen, weil die unterschiedlich dann angesprochen werden. Also ich habe eine Lokomotive beispielsweise mit der MM-Adresse 1 und ich kann auch eine Weiche haben mit der MM-Adresse 1. Also es sind unterschiedliche Dinge. So, jetzt hatte ich ja vorher gesagt, dass ich beim MM-Protokoll, also hier oben das ältere Protokoll, also Merkle-Motorola, 80 Adressen sozusagen habe. Und jetzt ist es ja so, das sind quasi, man spricht hier von Gruppenadressen, weil ich spreche den einen Decoder, den einen M84 an mit dieser Adresse und ich kann aber vier Dinge hiermit schalten. Das heißt, ich habe jetzt 80 mal 4 sozusagen an Magnetartikeln, die ich jetzt hier ansteuern könnte. Von daher ist es also falsch zu sagen, ich kann jetzt hier maximal 80 Weichen steuern. Nee, also mit diesem Decoder kann ich mit 80 Adressen quasi 256 Magnetartikel oder Weichen halt oder was auch immer ansteuern. Jetzt haben wir im Versuchsaufbau die zwei werkseingestellten Decoder und wir haben die CS3. Und was ich euch jetzt dann nochmal zeigen möchte, es war gerade schon offen, hier bei der Ansicht ist angeklickt unbelegter MM. Ich gehe da mal ein bisschen näher hin, dann sieht man es besser. Und wir sehen beim unbelegten MM, dass hier jetzt 10 Adressen vergeben sind. Das heißt, jetzt kann eben der Nutzer dieser CS3, ohne dass jetzt hier eine Weiche angeschlossen ist, einfach mal mit dem Gleisbild was probieren und schalten. Und das Gleiche haben wir hier, wenn ich jetzt die unbelegten DCC anzeige. Also sind immer 10 Adressen von der zuletzt verfügbaren Adresse und da ist ja momentan noch nichts drin, deshalb 0 bis 10 oder 1 bis 10 sind jetzt da hinterlegt. Ich mache das jetzt mal wieder raus und man sieht, jetzt ist also momentan gar nichts drin. Jetzt nehmen wir mal den Strom hier dazu. Also die Decoder blinken, links der DCC, rechts der MM. Für den Versuchsaufbau jetzt mal so gemacht. Und jetzt legen wir hier mal bei Bearbeiten einen Artikel an, Artikelliste bearbeiten und sagen hier hinzufügen. Er hat jetzt hier den X1 vergeben und das Ganze im MM-Protokoll mit der Adresse 1 gemacht. Das lasse ich jetzt einfach mal so, drücke auf OK und schalte jetzt diesen Artikel und ich schwenke jetzt mal rüber zum Decoder. Ihr seht, dass entsprechend hier die Position 1 schaltet. Also ich brauche jetzt nicht mal meine Weiche, die ich hier habe für meinen Versuchsaufbau, wobei das wäre jetzt eh ein M84. Aber man sieht ja hier, dass er schaltet. Gehen wir wieder zurück. Jetzt machen wir nochmal Artikelliste bearbeiten und machen einen weiteren Artikel dazu. Das wäre jetzt zum Beispiel das DCC-Format, das überschreibe ich jetzt und dem geben wir auch die Adresse 1, weil wir haben ja jetzt DCC. Also vorher war MM und jetzt ist DCC und ich sage OK. Und jetzt schalten wir mal hier den zweiten. Und auch der schaltet entsprechend jetzt hin und her. Also MM und DCC funktionieren jetzt.
dann nochmal zurück. Jetzt manchmal bearbeiten. Und halt, das war jetzt falsch. Da wollte ich nicht hin. Zurück. Ich wollte hier in die Artikelliste bearbeiten, genau. Und jetzt gibt mir diesem zweiten, gib mir jetzt nochmal mit, du bist nicht DCC, sondern du bist MM. Okay. Klar, jetzt hat er gemerkt, dass das schon vergeben ist, die Adresse. Dann bestätige ich das und machen wir jetzt hier. Jetzt schalten also beide auf klar der Adresse 1. So, egal, ob ich jetzt die bei hier 2 drücke oder die 1. Und man sieht es ja auch auf dem Display. Es gehen dann immer beide rum, weil die ja die gleiche Adresse haben. Die könnte ich jetzt wieder bearbeiten. Also jetzt mache ich hier Bearbeiten auf, Artikelliste bearbeiten. Und gebe der 2, der zweiten Weiche gebe ich jetzt hier die Adresse 2. Und jetzt sind die quasi hier auf dem MM-Decoder. Hier Weiche 1 und Weiche 2. Nochmal Weiche 1, Weiche 2. Das heißt, die CS3 erkennt also sofort, welcher Decoder angeschlossen ist und vergibt entsprechend dann, oder ich kann entsprechend hier diese Magnetartikel vergeben mit den jeweiligen Adressen. Märklin empfiehlt ja, dass man dem Decoder aber die Adresse in den DIP-Schaltern schon mitgibt. Das ist auch sinnvoll und das machen wir jetzt nachher auch gleich mal. Bevor wir das jetzt aber machen, habe ich euch hier nochmal einen weiteren M83er oder halt einen weiteren Decoder. Ist jetzt egal, ob es ein M84 oder M83er ist. Ich sage auch, man schließt hier Weichen an, das ist jetzt nur beispielhaft. Es geht ja nur um die Decoder. Also ich habe einen weiteren Decoder hier mal rangehängt, der auf MM eingestellt ist. Und wenn ich dem jetzt hier eine Adresse vergeben wollte, ich zoome da mal wieder ran auf meine CS3 und sage hier Artikelliste bearbeiten, weiterer Magnetartikel, wieder eine Weiche als Beispiel, das ist die X3. Dann hätte ich jetzt vorgeschlagen, oder er hätte mir jetzt vorgeschlagen, das ist die Adresse 2 und ich sage jetzt mal okay. Als der X3, jetzt haben wir ihn hier. Und jetzt passiert Folgendes. Also mit dieser Adresse hier schaltet jetzt dieser Decoder auf, also dieser MM-Decoder auf der Adresse 2 und der schaltet auch auf der Adresse 2. Hier blinkt es nur ganz kurz, weil das ein M83er ist. Also er hat jetzt quasi diese beiden Decoder immer auf der gleichen Adresse. Das ist natürlich nicht sehr zielführend. Das heißt, ich müsste jetzt den Decoder nehmen, ans Programmiergleis hängen und dem sagen, du bist jetzt die Adresse 5, 6, 7 und 8. Das kann man sich aber sparen, indem ich das halt jetzt über die DIP-Schalter hier einstelle und das machen wir jetzt. Das heißt, ich nehme das Ganze wieder mal vom Strom und suche mir hier meine DIP-Schalter-Einstellung aus der Bedienungsanleitung. Jetzt haben wir es, genau. Und die Adressen 5 bis 8, hier haben wir sie, heißt DIP-Schalter 2 auf On. Und das mache ich jetzt bei diesem Decoder. Das heißt, ich mache jetzt den DIP-Schalter 2 auf On. Zack. Strom war weg. So. Also ihr seht, leuchtet hier. Jetzt mache ich wieder an. Und jetzt blinken die. Und jetzt kann ich dem dieser Weiche, dieser dritten, kann ich jetzt eine andere Adresse geben. Das heißt, ich schalte jetzt erstmal nochmal so, wie es vorher war. Und jetzt sieht man, jetzt schaltet nur noch der hier. Also hier passiert nichts mehr, weil ich dem System ja gesagt habe, du bist jetzt in eine andere Adresse hier. Das heißt, jetzt könnte ich dieser Weiche 3 bearbeiten, Artikelliste bearbeiten, gebe ich jetzt die MM-Adresse 5. Okay. Und jetzt müsste eigentlich das hier leuchten. Also 1, 2, 3, 4 und das wäre die 5 und das probieren wir jetzt und es tut, genau. So, das heißt, es ist also viel bequemer, diese Adressen über die DIP-Schalter zu vergeben und vor allem, wenn ich den Decoder jetzt mal austauschen muss, mache ich einfach einen neuen Decoder rein, mache die DIP-Schalterstellung auf das, was ich brauche und gut ist. Jetzt kann ich aber auch diese Decoder natürlich automatisch über MFX anlernen, das funktioniert auch und
Das zeige ich euch jetzt mal. Ich mache jetzt hier Bearbeiten und sage MFX-Artikel suchen. Jetzt könnte ich sagen, die Zentrale soll einfach diesen Decoder eine neue Adresse geben. Das wäre jetzt also im Prinzip das Schema von vorher. Ich mache mehrere Decoder ran und dann vergibt die CS3 einfach unterschiedliche Adressen. Aber ich habe ja jetzt über DIP-Schalter eingestellt. Deshalb sage ich Nein. Und das ist eine wichtige Einstellung, wenn ihr die DIP-Schalter verwendet. Ich sage, die Adresse des Decoders soll beibehalten werden. Ich sage jetzt okay. Und die CS3 sucht jetzt quasi die einzelnen MFX-Decoder und vergibt dann auch die Buchstaben, die wir vorher schon mal gesehen haben. Also fängt bei A an, geht B, C, D und so weiter und so fort weiter. Und da warten wir jetzt mal ganz kurz, bis die Geschichte hier eingelesen ist. Und wir sehen jetzt hier oben schon, hat jetzt A1, A2, A3, A4 vergeben. Und jetzt kommt das Ganze mit B und dann haben wir das Ganze auch noch mit C, weil wir ja drei Decoder gerade dran haben. An der Stelle vielleicht noch kurz erwähnt, ich kann auch mehr Adressen wie 4 vergeben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier noch ein Licht an- oder ausschalten möchte oder ein Kupplungsgleis habe oder solche Dinge und ich kann das anders nutzen, dann programmiere ich einfach den Decoder um und habe dann eben statt 4, 8 Möglichkeiten. Wie das funktioniert, habe ich in einem anderen Video schon mal gezeigt. Das blende ich jetzt ganz kurz oben. Ich glaube, rechts ist es ein. Vielleicht ist es auch links. Nee, ich glaube, oben rechts. So, jetzt müsste der soweit sein. Genau, er hat jetzt, ich sortiere es mal alphabetisch nach dem Namen. Also er hat jetzt A1, 2, 3, 4 angelegt, B1, 2, 3, 4, C1, 2, 3, 4 und er hat natürlich noch diese alten, von mir manuell angelegten Dinge. Das heißt, wenn ich jetzt hier drücke, X1, müsste eins von den oberen auch nochmal mitgehen. Ja, hier der C1 geht mit. Also man sieht jetzt, der C-Decoder ist das hier, das ist der B-Decoder und das hier ist der A-Decoder. Ja, jetzt vielleicht noch mal ganz kurz zu dieser Geschichte mit diesen unbelegten MM. Wir haben ja jetzt drei Decoder dran, einen DCC und zwei MM. Jetzt gucken wir mal, was bei CC dran ist. Und jetzt haben wir genau diesen Effekt, den ich nicht verstehe. Und ich glaube jetzt aber auch, ich habe nicht vor ein paar Tagen, wo das Problem hochkam, eine falsche Adresse mal eingegeben. Ich glaube, dass das jetzt irgendwie ein Fehler in der Programmierung der CS3 nach wie vor ist, oder was heißt nach wie vor, dass das jetzt eigentlich ein Fehler ist, weil ihr seht, ich habe jetzt wieder ganz viele Adressen, die hier dargestellt werden als unbelegt und keine Ahnung, wo die herkommen. Ich habe eingangs vom Video gesagt, dass die CS3 auch komische, ich sage jetzt mal, Rückmeldungen gibt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt als Benutzer sage, ich möchte jetzt diese Adresse hier gelöscht haben, die hier, dann gehe ich auf Bearbeiten, Artikelliste bearbeiten. Ich muss das jetzt nochmal schön aufrufen, die unbelegten DCC. So, welche nehmen wir? Ja, 1385, die will ich jetzt weg haben. Dann sage ich hier löschen. Dann fragt er mich ja, ob ich das wirklich löschen will. Ich sage ja, und es passiert halt nichts. Das heißt, diese unbelegten Adressen, wo auch immer die jetzt herkommen, also falls jemand von Märklin zuschaut, das wäre jetzt echt interessant. Vielleicht kriege ich ja dann eine Rückmeldung, habe ja auch ein Ticket noch laufen bei der Firma Märklin zu dieser Frage. Das wäre echt spannend. Habe jetzt also mittlerweile auch festgestellt, ich kriege diese Adressen eigentlich nur dann weg, wenn ich jetzt einmal die CS3 runterfahre und wieder hochfahre. Das mache ich jetzt mal. Das heißt, ich mache jetzt System, zack, neu starten. Jetzt bootet die CS3 neu. Und wenn das jetzt so ist, wie ich das vorher, ich sage mal, ein paar Mal für mein Video probiert habe, müsste es jetzt so sein, dass diese unbelegten Adressen wieder verschwunden sind, beziehungsweise auf die 10 reduziert sind, die eigentlich richtigerweise kommen müssten. Also nochmal, ich weiß nicht, woher jetzt diese ganz vielen Adressen kommen. Das ist mir echt ein Rätsel. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt seit dem Update irgendwie erst ist. Mir ist halt jetzt erst aufgefallen und das hat auch dieses ganze Video mehr oder weniger eigentlich jetzt ausgelöst. So, jetzt sind wir wieder da. Machen wir Stopp.
Jetzt machen wir hier nochmal die Ansicht auf. Unbelegte DCC, genau. Und jetzt sehen wir, ja, hat zwar jetzt von mir falsch geklickt. Jetzt sehen wir, ich sortiere es nochmal geschwind nach der Adresse. Ne, das ist ungeschickt nach dem Typ. So ist es geschickter. Wir sehen jetzt unsere Adressen. Achso, ich habe jetzt die noch doppelt drin. Genau, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Die hätte ich jetzt eigentlich nochmal löschen können. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Aber worauf ich jetzt eigentlich raus wollte, ist, dass diese DCC-Adressen, die eben jetzt nicht zugeordnet sind, nur noch 10 Stück sind. Also quasi meine 4 richtigen Adressen plus die 10 endet es hier bei 14. Jetzt ist es korrekt. So hätte eigentlich das Bild auch vorher aussehen müssen. Hat es aber nicht und ja, das ist jetzt nochmal ein offener Punkt. Ist jetzt aber auch nicht wirklich relevant, weil ich blende die Dinger einfach aus und damit ist es weg. Aber ich weiß nicht, woher das kommt. So, jetzt vielleicht noch eins zu diesen Buchstaben. Ich habe ja vorher oder eingangs auch mal gesagt, ich schwenke nochmal rüber zu meinem Decoder, dass ich da so kleine Zettel für meine Dokumentation immer mache. Das ist jetzt ein provisorischer und da den Buchstaben jetzt, das war halt in dem Fall N, draufklebe. Jetzt ist es so, wenn so ein Decoder mal getauscht wird, sei es, weil ich halt jetzt irgendwie ein zu viel eingebaut habe und jetzt brauche ich halt hier einen anderen, einen M84 statt einen M83 oder vielleicht geht er auch mal kaputt. Dann vergibt diese CS3 diese Buchstaben wieder willkürlich neu und ich kann diesen Buchstaben nicht abändern. Das funktioniert nicht. Also es geht auch nicht über das Programmiergleis. Ich habe bei Märklin auch mal gefragt, das ist dort auch bekannt. Es ist aber momentan auch nicht vorgesehen, dass man das ändert in der Programmierung. Das heißt, solange nichts passiert, solange ihr diesen Decoder nacheinander anmeldet, habt ihr auch eure Reihenfolge. Aber sobald man halt irgendwas zwischendrin macht, kann es dazu führen, dass die Buchstaben halt nicht mehr stimmen. Ich werde es jetzt anders machen. Ich werde jetzt, nachdem ich diese Decoder-Adresse ja hier eingestellt habe, ich weiß jetzt, dieser Decoder fängt an bei der Adresse 5. Dem habe ich ja die Adresse 5 oder diesen Adress, wie sagt man da, Pool gegeben. Also Adresse 5, 6, 7 und 8 wäre es dann. Dann wird der bei mir jetzt nicht N heißen, sondern der wird bei mir jetzt die Ziffer 5 bekommen. Das heißt, dieser Decoder hat bei mir die Nummer 1, der hat die Nummer 5 und so weiter. Und wenn ich den jetzt austauschen müsste, aus irgendeinem Grund herum, kriegt der neue wieder von mir die Nummer 5, weil der mit der Adresse 5 beginnt. Und ich habe mein Problem gelöst mit meiner internen Dokumentation, weil ich habe halt einfach gerne auf dem Zettel aufgeschrieben, der und der Decoder mit den und den Adressen. Ob das jetzt sinnvoll ist, weiß ich nicht. Das kann ja jeder selber mal überlegen. Aber ich lese es halt immer wieder in den Foren, dass das Problem oder diese Herausforderung bei manchen anderen auch besteht. So, das war's jetzt. Es war ein bisschen lang, das Video zu produzieren, weil ich das jetzt auch über mehrere Tage verteilt gemacht habe. Schließe es jetzt ab. Ich hoffe, es hat ein bisschen für Klarheit gesorgt. Ich habe wieder einige Sachen dazulernen können. Die Botschaft nochmal, alle Geräte haben soweit funktioniert, wie sie funktionieren sollten. Das Einzige, was noch offen ist, ist dieses Thema mit diesen ganz vielen unbelegten MM, die dann aber beim Neustart wieder weg sind, dauerhaft weg sind. Aber ja, das ist jetzt nicht irgendwie störend in der Anwendung. Ja, morgen früh geht's los nach Mannheim auf die Messe. Freue mich und wünsche euch jetzt hier schon mal einen schönen Abend oder morgen oder was auch immer und bis zum nächsten Video. Ciao.